Hi Leute und herzlich willkommen, wie ihr es auf dem Thumbnail schon gesehen habt, Minecraft Dungeons. Es ist, ja, ein wunderbares Spiel. Es war klar, dass ich das spiele oder nicht. Gebt diesem Video direkt mal einen Daumen nach oben und vergesst nicht zu kommentieren und zu subscriben. Würde mich sehr freuen. Ich habe noch nichts gespielt, ich bin noch die jungfräuliche, in einer sehr jungfräulichen Form. Ich nehme mal einfach, ich weiß nicht, welchen Charakter ihr nehmen soll. Es ist so eine riesige Auswahl. Ich finde es schade, dass man seinen eigenen Skin nicht benutzen kann. Aber ich benutze mal diesen hier, diesen blauen. Ich habe gehört, die Musik soll eins der schönsten Sachen auch an dem Spiel sein. Wir werden es direkt mal sehen, Spiel starten. Reisen nach Tintenfischküste, wunderschön. Ich freue mich auf weitere Ladebildschirme. Das Dorf brennt. Das ist ohne Zweifel das Werk des Erz-Illagers und seiner Schergen gewesen. Sie überziehen das Land wie ein alles verschlingender Flächenbrand und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Die Zeit für Helden wie dich ist gekommen. Beeil dich. Die Dorfbewohner brauchen dich. Hätten sie echt eine schönere Synchronstimme nehmen können, muss ich echt sagen. Muss ich wirklich sagen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich hier in der falschen Position bin. An manchen Stellen ist es jetzt gerade nicht zum Beispiel, aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier irgendwie ins Inventar gehen, bin ich natürlich hier vor den Dings, es tut mir leid. So. Wir klicken jeweils dahin, wo wir hinwollen, mit der linken Maustaste anscheinend, rechten Maustaste, wie auch immer. Und da ist ein... Okay, das ist noch relativ easy. Töte die Zombies. Ja, das... habe ich schon. Und man kann die Farbe auch verändern, in der die Zombies, also die angezeigt werden, umrandet werden, besser gesagt. Okay. Besiege die Eindringlinge. Es ist schon sehr schön gemacht, muss ich sagen. Okay. Nutze. Ah, okay. Rechte Maustaste. Ah, alles klar. Das ist schon nice gemacht. So, habe ich jetzt Damage gekriegt eigentlich? Ja, okay, habe ich. Kann man jetzt gucken, wie viel wir haben? 92. Alles klar. So. Besiege die Eindringlinge immer noch, okay. Oh, was habe ich jetzt gerade gemacht? So, wunderschön. Vorräte. So muss es sein, so muss es sein. Habe ich das direkt gegessen, das Brot? Ja, scheint so, okay. Kann man also nicht behalten? So wie es aussah, weiß ich nicht. Wir haben jetzt aber auf jeden Fall hier so einen Boost. Regeneration für 20 Sekunden. Good to know, good to know. So, ich werde jetzt erstmal hier den Anfang spielen und dann werde ich mal rumfragen, ob jemand Multiplayer spielen will. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. So. Oh, unser erster Bossfight. Überlebe den Hinterhalt. Alles klar. Das kriege ich hin. Es ist ja an sich einfach nur Point and Click. Ja, nice. Level aufgestiegen. Das bedeutet, mit jedem Levelaufstieg erhältst du einen Verzauberungspunkt, den du zum Aufwerten von Gegenständen einsetzen kannst. Öffne dein Inventar und probiere es mal aus. Wähle einen Gegenstand von einer Ausrüstung aus, den du verzaubern möchtest. Alles klar. Wir nehmen einfach mal das Schwert. Und Verzauberung, du kannst jeden Gegenstand auf zufällige Verzauberung wählen, wähle jetzt eine aus. Okay, es gibt verschiedene Verzauberungen, das habe ich auch schon gemerkt. Immer drei verschiedene. Meistens, es gibt also manchmal vier. Schaden erhöhen um 20%, wenn natürlich schon 4% der maximalen Gesundheit einer Kreatur, 3 Schaden pro Sekunde. Wäre natürlich interessant, wie viel Schaden man jetzt macht. 10 bis 16 Nahkampfschaden. Ich würde sagen, wir machen einfach mal... Schadenerhöhung um 20%, weil es hört sich für mich am plausibelsten an. Wenn ihr da jetzt schon einen Abschluss in diesem Spiel gemacht habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was besser gewesen wäre, wenn ich was gemacht hätte. Du hast gerade ein Artefakt aufgehoben, öffne das Inventar
um es auszurüsten. Ein Feuerwerkspfeil. Okay, good to know. Brauche ich nicht, glaube ich. Fakt, du kannst ein Artefakt auf... Ja. Ich habe doch schon ins Inventar geschaut. Achso, Artefakt anlegen. Okay. Du kannst ein Artefakt... Du kannst... Da du das Artefakt nun angelegt hast, kannst du es jederzeit einsetzen. Alles klar. So, mit diesem mächtigen Artefakt kannst du mit einem einzigen Pfeil mehrere Gegner in die Luft sprengen. Alles klar. Und da ist jetzt eine Kiste. Wie komme ich da hin? Das ist die Frage für später. Wie komme ich da hin? Und die wollen jetzt, dass ich das mache, aber ich habe jetzt ja schon etwas gemacht. Schon etwas, das, was ich nicht machen sollte. Und zwar wahrscheinlich spielen, bevor... Spielen, bevor man das Tutorial fertig hat. So. Errichte ein Lager außerhalb der Stadt. Ja, ich muss das mal kurz wegschießen, das Artefakt, weil sonst wäre das da nie weggegangen. Das ist ja auch schon ein bisschen nervig. Sieg! Du konntest die Dorfbewohner nicht rechtzeitig retten, aber verzage nicht. Sie sind noch irgendwo da draußen und warten auf einen Helden. Das freut mich. Okay, wir konnten im Tutorial leider niemanden retten. Was für ein Zufall. Reise nach Lager. Tintenfischküste. Wir kriegen jetzt Lootboxen. Eine Angel, okay. Wunderschön, die perfekte Lootbox überhaupt. Oh, okay, hier ist eine Map. Gesperrt, Creeperwald, Tintenfischküste, Alter. Oh, das sieht so gut aus. Es sieht echt gut aus. Insel in Kürze, Insel Realms. Oh, Mann. Wieder womit sie noch Geld machen wollen. Nächste Mission anzeigen. Mission 2, Mission starten. Der Creeperwald. Reise nach Creeperwald. Das ist wunderschön. Die zweite Mission. Oh mein Auf Gott. Auf Geheiß des Erz-Illagers sind nun alle freien Bürger Feinde des Imperiums der Illager. Irgendwo in diesen Wäldern bringt eine Karawane gefangene Dorfbewohner in ein weit entferntes Gebiet. Finde die Karawane und stoppe die Illager. Oder den Dorfbewohnern droht ein unaussprechliches Schicksal. Okay, unsere Mission ist eindeutig. Wir müssen uns durchkämpfen, wie immer. Okay. So. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Kann ich da jetzt... Okay, ich kann da nichts machen. Kann ich hier runtergehen? Oh, ich kann tatsächlich hier runtergehen. Ist hier irgendwas? Irgendein Secret? Ach, komm schon, so bitte sag mir, ich habe ein Secret gefunden. Ich finde es auch schade, dass man die Kamera nicht wirklich drehen kann. Dass es so locked ist, aber... Ich glaube, das ist der Sinn des Spiels. Es gibt eine Haiflasche auf E, die sich anscheinend von selbst wieder auflädt. Oh mein Gott. So viele Zombies wären denn echt überhaupt nicht möglich. Also da musst du echt Sweeping Edge bis zum Geht nicht mehr haben. Also Props gehen erstmal raus an mich selbst. Was ist das? Einfach nur Emeralds, okay. Gibt es noch was zu entdecken? Habe ich irgendwas übersehen? Nein, okay. Perfekt. Es ist eine schöne Atmosphäre, muss ich sagen. Einfach rein in den Kampf. Ist okay.
Würde ich in echt auch so machen. Wir wollen ja Pfeile... Oh Gott. Oh, okay, das war mega Verschwendung jetzt. Die Artefakte kann ich also mehrmals benutzen. Ups. Das ist ein Boss, Leute. Das war jetzt der Boss. Oh, okay. Ups, das ist vielleicht nicht die richtige Richtung, in die ich gehen sollte. Du hast eine Axt aufgehoben. Ich habe eine Axt aufgehoben? Lass mal kurz in den Inventar gucken. Ich habe eine Axt aufgehoben. Die macht 14 bis 21 Schaden, also mehr als das Schwert. Aber ich benutze weiterhin das Schwert erstmal. TNT. Ein Apfel. Nice. Okay, dann sind wir wieder geheilt. Dann können wir jetzt an sich... Was war das? Ein Schattentrank. Der bleibt aber noch ganz schön lange an. Okay, man muss sich echt in dieses Spiel reindenken. Perfekt. Ich finde es schade, dass hier weniger so... wie heißt das? Ich meine, hier könnte man doch richtig gut ein Secret verstecken. Ich meine, hier ist ja nichts. Okay. Ich nehme es zurück. Okay. Nope. Oh, shit. Das war nicht mit Absicht. Ich wollte nicht das TNT werfen, aber ich wusste nicht, dass es funktioniert. Jetzt bezweifle ich, dass wir hier überhaupt in diese Richtung gehen sollten. Ich gehe mal kurz zurück. Suche die Karawane, okay. Lass mal ganz kurz zurückgehen. Mit den alternativen Weg gehen. Den hier. Vielleicht ist hier irgendwas. Okay. Oder wir sollten doch nicht diesen Weg gehen. Und den Weg, den ich vorhin gegangen bin, der war schon richtig. Also es gibt eine Karte. Und ich würde sagen, ich würde gern dieses Stück hier noch erkunden. Und den ganzen Teil auch noch. Bevor wir halt hier hingehen. Weil hier ist ja die Quest. Hier geht die Quest weiter. Auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, wir gehen kurz zurück, da wo ich war, und machen den Kampf da weiter. Auf in den Kampf, Leute, auf in den Kampf. Oh Mann. Es sind mehr als ich gedacht habe hier. Okay, ich habe irgendeinen Boost gerade bekommen. So wie es aussieht. Und da ist eine Pressure Plate gewesen. Leute, doch ein Geheim. Ups. Doch ein Geheimteil. Ich habe einen neuen Ort freigeschaltet anscheinend. Bosskampf, Leute? Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Okay, es heißt Minecraft Dungeons, also was soll man schon erwarten, ne? Dafür habe ich direkt mal eine Loot-Chest bekommen. Oha. Ich weiß noch nicht, was man mit Emeralds machen kann. Vielleicht Sachen kaufen. Werden wir aber noch sehen.
Dieses looten wir jetzt einfach komplett durch hier. Ich hoffe, hier gibt es genug Loot für Tage oder Jahre. So, lass mal die Map öffnen. Okay, ich möchte hier noch hin und da noch hin, bevor ich da reingehe. Suche die Karawane. Was sind wir jetzt, unterirdisch? Ich glaube, wir sind jetzt unterirdisch zur Karawane. Okay, hier ist nichts. Lass mal kurz auf die Map gucken. Okay, den Teil möchte ich gerne noch looten, beziehungsweise die Zombies töten, weil die geben uns ja auch Emeralds und so. Alles für die Emeralds. Oh, da hat er mir uns aber sehr gut gehittet gerade. Okay, da geht's wieder zurück. Und hier ist noch eine Loot-Chest. Ja, wofür brauche ich jetzt diese Potion of Swiftness? Wofür? Keiner weiß. Okay, dann lass uns mal da in die Mitte gehen jetzt. Weil das anscheinend der Weg unterirdisch dorthin war. Ah, wo sind wir jetzt? Wir sind hier rausgekommen und da müssen wir hin, genau. Perfekt. Da war noch so eine kleine Gasse. Hm. Lohnt es sich jetzt nochmal dahin zu gehen? Ich weiß es nicht. Kann man Missionen nochmal machen? Ich weiß es auch nicht. Das werden wir alles rausfinden. Das ist ja mal das komischste Pathfinding, was ich jemals gesehen habe. Ernsthaft. Das war wirklich das komischste Pathfinding, was ich wirklich jemals gesehen habe. Okay. Dann lass uns mal jetzt mal die Karawane finden. Also das, was unsere Mission ist. Anstatt irgendwelche Dungeons hier zu looten. Aber lass mal kurz ins Inventar gucken. Schon ganz nice. Okay, wir sind Level 3. Und, was ist das? Jägerrüstung. Okay, können wir die ausrüsten? Tatsache, wir können die ausrüsten. Wir haben ein Schwert, das macht 18 Schaden. Das macht 16 Schaden, okay. Müssen wir uns nochmal irgendwie... Okay, das ist dasselbe. Das ist auch dasselbe. 21 bis 1 Wirbelangriff Bewegung. Ich weiß nicht, ob sich das schon lohnt, das zu machen. Blitzeinschlag. Wahrscheinlichkeit erhöht. Okay. Lass uns erstmal so bleiben auf den Standardsachen. Ist wahrscheinlich nicht schlau, aber ich mach's trotzdem. Und jetzt lass uns mal hier suchen. Den Weg suchen, oh mein Gott. Tschüss. Okay, wenn die explodieren, kriegt man einen Apfel von denen. Oder das war einfach nur Zufall. Okay. Suche die Karawane. Ist da oben irgendwas? Ja, okay, Zombies. Der hatte sehr viel Leben. Captain Obvious. Auf in den Kampf. Die Schwiegermutter naht. Okay. Die Musik erinnert mich ein bisschen an Interstellar im Hintergrund. Diese Orgeln. Pathfinding ist schlechter als in Minecraft. So, haben wir volles Leben? 127 haben wir sogar. Hi. Zerschmettern.
Ich glaube, ich erkunde hier alle möglichen. Also ich habe das Gefühl, die Maps sind größer, als sie sein sollten. Und man muss gar nicht das machen, was da oben rechts steht. Sondern, eine Spinne. Okay, die Spinne ging ziemlich schnell down. Levelaufstieg, nice. Noch eine Kiste, noch eine Loot-Kiste. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Okay, nur Emirates. Ist auch okay. Okay, hier ist nichts. Ich glaube, wir gehen trotzdem in die richtige Richtung, um die Karawane zu befreien. Also es ist sehr, sehr viel zu erkunden. Deswegen finde ich das relativ gut eigentlich. Lass mal hier reingehen. Vorräte. Nice. Noch mehr Emeralds. Okay, nichts. Wir laufen nur auf dem Tisch rum. Dann können wir ja wieder gehen. Okay. Ich meine, wir haben 400... Oh my goodness. Ich meine, wir haben 412 Pfeile, dann können wir sie auch benutzen. So, und die Spinnen sind ziemlich leicht leicht runterzuschießen. Die sind nicht, haben nicht wirklich viel Leben. Und es ist leichter zu treffen als in Minecraft, muss ich sagen. Nice, okay. Wir haben wieder hier einen auf Swiftness. Ups. Falls ich nicht viel rede, tut es mir leid. Nein! Bleib hier! Oh ja. Was bin ich jetzt? Unsichtbar? Ah. Befreie die Dorfbewohner. Die Dinger sind ja fast... fast nicht umzubringen im echten Minecraft, habe ich das Gefühl. Ah, okay. Da ist noch ein Dorfbewohner. Ein paar Villager. Oh. So. Der bufft den, ne? Ja. Oh Gott, ist der jetzt groß. Ich bin gestorben. Ich habe nicht auf mein Leben geachtet. Nein. Okay. Passiert. Passiert auch dem besten Gamer. Passiert dem besten Gamer natürlich, klar. Passiert jedem mal. Lass mal auf die Map gucken kurz. Okay, man kann die Map nicht bewegen. Das ist, finde ich, schade. Okay, hier ist gar nichts. Jetzt mal... Okay, hier ist irgendwie wieder so ein Mage. Wie konnte der gerade gebufft werden? Ach, von dem... Oh Gott. Von dem da. Der stand hier... Im Verdeckten. Deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Oh, hier ist wieder einer von diesen Megabossen. So. Lass mal kurz auf die Karte gucken. Ich spiele das viel zu taktisch. Untaktisch, meine ich. Okay,
natürlich nice, dass die Pflanzen hier so verschwinden. Okay, hier ist nichts. Ich wollte das Schaf nicht schlagen. Oh, neue Vorräte, perfekt. Aber wir können hier erst durch, glaube ich, wenn wir alle Villager gefunden haben. Alles klar. Suche den Ausgang. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, perfekt. Mal einen Blick auf die Map. Alles klar, dann lass uns mal ganz kurz. Das Schaf ist schon im Weg. Okay, hier ist gar nichts. So. Oh, lass noch mal kurz einen Blick ins Inventar werfen. Wir haben nichts Neues. Okay. Die Flucht alleine. Wir haben noch gerade die Dorfbewohner bestritten, wollte ich schon sagen. Oh, okay, ja. Das finde ich natürlich wiederum gut. Ja, okay, wir können ihn auch einfach so erledigen. Hier ist wieder eine Sackgasse, die genauso aussieht wie die letzte, also ganz klar ist das auch nicht. Mystery Chest. Perfekt, lass mal ins Inventar. Können wir das noch ausrüsten? Oh, man kann nur ein Teil Rüstung ausrüsten. Das ist natürlich nicht so schön. Man könnte aber, kann man das rausnehmen und dafür das nehmen? Nein. Okay, alles klar, gut zu wissen. Das hat 18 Nahkampfschaden. 21, 26. Lass mal einfach mal die hier benutzen. Und die vielleicht Echo, 5 Sekunden Abklingzeit. Schaden erhöhen um 10%. Versuchers 3 Schaden. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% fährt ein Blitz herab, den Gegner in den Nähen schaut. Okay. Schärft die Waffe, wodurch sie mehr Schaden zufügt. Lass uns mal kurz das hier so verbessern. Und lass die jetzt erstmal benutzen. Ich meine, sonst haben wir das echt umsonst. Auch wenn ich ein Schwert schöner finde, um ehrlich zu sein. So, okay, dann lass uns mal jetzt Richtung Aufgabe gehen. Also diese Richtung hier. Jetzt haben wir wieder so einen Swiftness-Trank gekriegt. Oh Gott. Da ist wieder Emeralds. Okay, nichts. Müssen wir nochmal gucken, was wir mit Emeralds machen können. Also, was uns das bringt. Okay, hier ist auch wieder nichts. Es gibt bestimmt jetzt schon Leute, die diese Maps nachbauen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also in Real, in Minecraft nachbauen, ne? Ah, okay. Alles klar. Muss man ja hier noch ein paar Steuerungen lernen. Da ist noch ein Creeper. Mich schon auch schon gewundert, dafür, dass es Creeper Will heißt.
Will, Creeper Will heißt. Oder wie auch immer. Das ist diese Creeper-Map ist auf jeden Fall. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wollte gerade sagen, dafür, dass es Creeper-Map heißt, sind hier ganz schön wenige Creeper drin. Alle ganz easy zu treffen. Sorry, Kuh, du standst im Weg. Ich wollte dich eigentlich nicht töten. Ah, ich bin wieder unsichtbar. Hier ist gar nichts. Ich dachte, vielleicht ist hier irgendwas. Aber nein. Muss euch leider enttäuschen. Kein Secret. Da ist ein Baum im Weg? Nee, doch nicht. Okay, ich dachte schon. Daran sieht man wieder, wie krass, was für ein krasser Pro-Gamer ich bin. Kann nicht sein. Hab wieder nicht auf mein Leben geachtet. Okay, also Sinn dieses Spiels ist es anscheinend, aufs Leben zu achten und nicht zu sterben. Ich meine, du hast ja genug Möglichkeiten, dich zu healen, ne? Also, von daher, und ich weiß jetzt nicht, ob du irgendwie viel verlierst, wenn du stirbst. Oder ob du eine bestimmte Anzahl an Tries hast. So. Ist ein Apfel? Okay. Nehmen wir mal kurz mit. Lava. Nice. Die sind gerade reingespawnt, ne? Hier. Sowas finde ich halt schade. Man kann nicht sehen, wo, also wo man reinläuft. Das heißt, man läuft einfach rein, so in etwa. Sieg! Diese Dorfbewohner wurden dank deiner Hilfe aus den Klauen der Illager befreit. Genau so muss das sein. Eine Befreiung der Illager. Perfekt. Reise nach Lager. Wir haben wieder eine Loot-Chest bekommen. Leckerer Knochen. Du vernimmst ganz eindeutig ein Heulen in der Ferne, wenn du den leckeren Knochen in der Hand hältst. Okay, heißt, wir kriegen irgendwann noch richtig nice Schmied, okay. Lobby-Truhe. Hab ich nichts gegen. Okay, dann habe ich noch eine Frage, und zwar, ich habe ja die Hero Edition geholt, ne? Das bedeutet an sich, müsste ich ja dieses Huhn als Haustier haben, oder nicht? Bin gerade leicht unsicher. Okay, gucken wir kurz ins Inventar. Die Frage ist, können wir auch leckerer Knochen, beschwört einen Wolf, der dir im Kampf hilft? Das ist natürlich nice. Den tun wir mal als zweites Artefakt hin. Und dann gehen wir mal zum Schmied. Halten zufällige Ausrüstung. Erhalte ein zufälliges Ausrüstungsteil, das für dein Level angemessen ist. Kaufen. Halten zum Bestätigen. Okay, nee, das machen wir, glaube ich, nicht. Ist ein bisschen too teuer. Wir haben 226. Okay, ja. Aber lass uns mal kurz diese kleine Map hier erkunden. Würde mich schon interessieren, was hier Sache ist. M? Ah, okay, das ist M. Alles klar. Puh, 5 neue Missionen. Also ich habe gehört, dass es schnell durchspielbar ist. Und dass nicht wirklich viel Story dabei ist, besser gesagt. Und ja, das kann ich bestätigen bisher.
Ich würde sagen, eine Mission machen wir noch für diese Folge. Und zwar die 5 Missionen zeigen wir uns mal an. Die Standard 2. Wir holen uns jetzt Standard 3 Missionen. Let's go. Die gruselige Gruft. Finde die verschollene Schriftrolle. Okay, anscheinend müssen wir laut der Mission da reingehen. Aber ich bin ja immer so einer, der gerne nochmal woanders hinläuft. Lass mal kurz auf die Map gucken. Man könnte da geradeaus gehen. Aber es ist zu. Okay, ja, dann müssen wir wohl reingehen. Ist das dasselbe, wo wir schon drin waren? Wo wir schon alles vernichtet haben? Sieht fast genauso aus. Jetzt sind wir bei Stranger Things. Good to know. Bisschen, ne? Von der Musik her. Frage ich mich auch, wie man hier durchkommt. Haben wir eine Spitzhacke oder so? Könnte da durchschießen, wenn man hier reinkommt. Ich glaube, man braucht eine Spitzhacke. Wenn es sowas gibt in diesem Spiel, ich weiß es nicht. Hatten wir nicht schon jede Menge Pfeile? Warum haben wir jetzt nur noch 129? Wir hatten doch 500 oder so, oder? Das Spinnen vor allem weg. Okay, alles klar. Eine Spitzhacke, Tatsache. Jetzt können wir, glaube ich, da hinten die Wände aufreißen. Das finde ich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt. Okay, dann lass uns mal zurückgehen und die Wände aufreißen. Wir hatten das. Oh, okay. Tschü. Erstmal den ganzen Loot einsammeln, bevor ich sterbe. Okay, perfekt. Das hätten wir. Der Hut ist schon nice. Aber wofür haben wir jetzt die Spitzhacke bekommen? Das frage ich mich gerade. Lass mal kurz ins Inventar gucken und gucken, was die Spitzhacke macht. Die Spitzhacke ist seit jeher ein unverkennbares Werkzeug zum Abenteuer und Helden gleichermaßen. 21 Nahkampfschaden. Man benutzt es also zum Kämpfen? Okay, wir haben aber 26 im Moment, also 17 bis 26. Sehe ich jetzt nicht irgendwie zu verbessern. Okay, lass mal kurz auf die Map gehen. Das habe ich schon alles explored. Warum ist da noch eine Chest? Warum ist da eine Chest? Keiner weiß. Finde die verschollenen Schriftzüge, okay. Lass mal nach rechts gehen. Oder nicht, weil da der Pfeil ihn zeigt.
Ich habe den Creeper nicht gesehen. Wirklich nicht. Oh, wir haben noch 2 Totems of Undying. Okay, das bedeutet, wir können immer pro Level anscheinend 3-mal sterben. Du hast also 3 Leben pro Level. Das ist gut zu wissen. Und wir müssen auf Creeper aufpassen. Unbedingt auf Creeper aufpassen. Da ist wieder ein Creeper. Schwert gefunden. So kurz ins Inventar gucken. 13, ne? 31 Nahkampfschaden. 19 bis 31. Schon nice. Okay, das war knapp. Es ist einfach eine normale Mauer. Was will uns das sagen? Lass kurz auf die Map gucken. Wow, 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 wow. Deswegen müssen wir auf Creeper aufpassen. Genau deswegen. Weil die uns mehr als die Hälfte des Lebens abzocken. Das ist nicht wirklich gut. Okay, lass mal kurz auf die Map gucken. Ich will die immer bewegen. Okay, hier sind wir. Da könnten wir theoretisch rein, aber was ist da? Also wie kommen wir da rein? Das ist halt die große Frage. Da sind aber auch nur Löcher irgendwie dahinter. Oh, okay, man kann einfach so reingehen. Wow. Help, 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 help. Uff, das war knapp. Das war ganz knapp. Okay, das sind Särge, aber hier ist nichts. Okay, lass mal kurz auf die Map gucken. Okay, das waren wir da schon. Ein paar Emeralds. Ist immer gut. 301, 303. Bisschen Pfeil-Action hier. Ich meine, wir haben genug Pfeile. Wir haben 80 Pfeile. Hier ist auch nur wieder so diese 2 Gräber. Lass mal kurz gucken. Okay, nichts. Ganz klar, warum kommt denn diese Geräusche? Hm. Keiner weiß. Okay, dann lass uns mal zurückgehen. Findet die verschollene Schriftrolle, okay. Dann lass uns mal jetzt die Quest machen, nachdem wir ja alles explored haben. Okay, da sind noch Emeralds. Emeralds. Ist immer gut. 327, 29. So. Warte. Okay, wir müssen da lang. Alles klar. Ich war gerade so leicht verwirrt.
Okay. M. Okay, wir müssen hier lang. Seht ihr? Halbes, mehr als halbes Leben sogar. Wir machen über 60 Schaden, habe ich das Gefühl. Hier doch einfach laufen können. So. So. Also auf Brücken stehen bleiben ist anscheinend nicht so gut. So wie es aussieht. Kleiner Tipp von mir, fasst keine Gräber an. Ups, ich bin aus dem Spiel geklickt. Oder auch doch, dann kriegt ihr jede Menge Emeralds. Ah, okay, es war jetzt nicht so viel. Gut, Leben ist wieder voll. Alles klar. Warum auch 127 Leben? Ist irgendwie nicht wirklich sinnvoll. Vielleicht gibt, die Rüstung gibt uns wahrscheinlich 27 Leben. Okay, wir haben wieder das Artefakt. Ich kann nur mal den Hund sammeln. Okay, ich kann nicht diesen... Ah, es ist kein Lever. Okay, ich dachte, es wäre... was zum Klicken. Aber es ist nur ein... Wer ist das? So ein Kerzenhalter. Okay, da können wir nicht wieder hoch. Offene Tore. Okay. Was ist das? Ah, ein Bogen, okay. Meine Maus spackt gerade. Bester Zeitpunkt. Okay, jetzt nicht mehr. Oder doch? Doch, immer noch ein bisschen. So, wir haben alle erledigt. Alles ist gut. Ja. Solange du dann halt hier reinkommst. Oh. Lass mal kurz. I. Mach einfach einen auf Scharfschütze. Funktioniert doch auch. So. Das war ein komisches Geräusch. Okay, perfekt. Lass uns mal kurz auf die Map gucken, was ich hier alles verpasst habe. Okay, ich habe diesen ganzen Gang verpasst und diesen ganzen Gang hier verpasst. Deswegen gehen wir mal wieder zurück, weil ich bin ja so jemand. Moin. Natürlich wird der Creeper nicht mit erwischt. Exploring the caves. Wow.
Unglaublich. Einfach wie riesig das auch ist, ne? Alles nur für die Emeralds. Alles fürs Geld. Okay. Habe ich nichts gegen. Also, wenn man sich mit Emeralds irgendwas kaufen kann, finde ich es gar nicht so schlecht, dass wir so viele finden. Weil wir hier alles exploren. Yep. Hallo. Ist doch wieder knapp. Diese toten Körper, die immer auf dem Boden liegen, sind halt echt verwirrend, muss ich echt sagen. Ich finde die ganze Zeit Bogen. Eine grüne Kerze. Okay. Es kommen ja dann blaue Kerzen mit dem nächsten Minecraft-Update. Okay, eine Kiste. Ich war leicht verwirrt. Was kommt jetzt? Okay, noch eine Jägerrüstung haben wir ja schon. Dass ich das überlebt habe. Dass ich das überlebt habe, war... Crank. Okay, lass mal kurz ins Inventar gucken. Nachdem wir diese Spinne hier erledigt haben. Wir haben jetzt hier 6. Okay, das wäre schlechter. Zeigt er auch an mit so einem Pfeil, glaube ich. Oder auch nicht. Das hier ist neu. Den haben wir auch schon. Ah, 6. 6 ist natürlich viel besser. Dann machen wir viel mehr Schaden jetzt. Mehr Knockback. Okay, TNT. Bringt halt wirklich auch nur was, wenn da eine Menge von Leuten sind. Levelaufstieg. Ja, okay, alles klar. Dieses Verzauberungspunkt ist halt so eine Sache. Weil du kriegst ja am Anfang, also es lohnt sich eigentlich am Anfang nichts zu verzaubern, finde ich. Weil du ja eh immer wieder neue Sachen kriegst, die besser sind. Und wenn du die dann halt auch verzaubern willst, dann hast du die Verzauberung aber schon an Sachen verschwendet, die du davor hattest. Deswegen... Weiß ich nicht, ob das so schlau ist. Lass mal kurz auf die Map gucken. Okay, das haben wir jetzt alles erforscht. Dann lass mal auf die andere Seite gehen, weil da war ja auch nochmal so viel wie jetzt hier. Das würde mich interessieren. Wenn ich mich jetzt nicht verlaufe. Nein, okay. Ich bin richtig. Gut. Zeigen auch diese Punkte an. Auf die Map. Okay, dann lass mal hier in diese Richtung weitergehen. Das war natürlich jetzt die Verschwendung vom TNT, aber ist okay gewesen. Lieber auf Abstand halten, die Creeper. Tschüss. Was ist das? Ach, das ist wieder so ein... So eine Chest. Immer schön aufs Leben achten, habe ich mir jetzt schon angewöhnt. Immer schön aufs Leben zu achten.
finde Pfeil und Bogen schon eigentlich viel besser als, also als Nahkampf, muss ich sagen. Finde ich irgendwie effektiver. Du hältst die schön auf Distanz und kannst die irgendwie one-shotten. Mit dem Schwert musst du manchmal sogar zweimal draufhauen. Deswegen finde ich das schon besser. So, lass mal kurz ins Inventar gucken, ob wir irgendwas Neues haben. Okay. Wir haben das hier, aber das haben... Ah, das ist besser, okay. Alles klar. Da, diese toten Körper, die dann rumliegen, die verwirren einen mega, finde ich. Da denkst du dann immer, du hast sie noch nicht getötet. Kurz gucken, okay, das haben wir... Oh mein Gott, hier ist ja noch so viel. Was da ist, muss explodiert werden, sag ich nur. Das ist, wow, 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 nein, nicht mit mir. Ganz sicher nicht mit mir. So. Oh, warum? Das finde ich mich auch schlecht gemacht mit der Kameraposition, dass du halt jetzt irgendwie nichts siehst. Ach. Die kommen immer so aus dem Nicht-Sea-Creeper. Falls ihr euch wundert, warum ich nicht auflade, manche Schüsse, ist einfach nur, weil zweimal schnell hintereinander zu schießen geht schneller als den Schuss aufzuladen. Oder damit zu buttern, den Schuss aufzuladen. Zumindest wenn es so wichtig ist in so einem schnellen Kampf. Habt ihr gesehen, wie lange ich gebraucht habe? Mit dem Schwert jetzt. Anstatt mit Pfeil und Bogen. Ich meine, die sind inzwischen auch schon one. Scheiße. Oh, aber die sind auch schon One-Shot, wenn du den Schatten auf... Also, wenn du den Schuss auflädst. Von daher finde ich das ziemlich gut. Okay, wir waren nicht da hinten in der Ecke. Wäre mir schon wichtig, was da hinten ist. Es sind immer noch 4 Schläge mit dem Schwert und dabei nutzt ein Schuss, also ein aufgeladener Schuss mit dem Bogen. Okay, da kommen wir gleich hin. Also andersrum. Schon ein anderes Kaliber, muss ich sagen. So. Ist hier überhaupt irgendwas? Außer Zombies? Okay. Nein, hier ist nichts. Kurz wieder auf die Map gucken. Die Map ist ziemlich gut, finde ich, um zu sehen, wo du schon warst und wo du noch nicht warst. Wo du noch hin musst. Stärketrank. Bezieht sich nur aufs Schwert, glaube ich, oder? Okay, hier ist gar nichts. Da waren also nur Gegner jetzt. Jetzt müssen wir noch hier rein. Und dann, oh mein Gott. Ich mache nochmal kurz das Level. Mhm. Also wenn es jetzt eine neue Folge ist, dann tut es mir leid. Aber das musste sein. Okay, jetzt haben wir eine extra Chest. Das finde ich gut. Oh mein Gott. 10, okay. 26 Nahkampfschaden. Warte, was machen wir mit dem Schwert? 31, ja. Aber auch nur, wenn... Bis zu 31, ne? Mit der Spitzhacke machst du jedes Mal 26. Hm?
Ist die Frage, was besser ist. Da muss ich mich mal reinlesen. Ich habe, wie gesagt, noch gar nichts nachgeguckt, was am besten wäre und so weiter und so fort. Okay, da waren wir schon. Wir waren nur nicht hier drin. Okay, aber hier ist nichts. Gut. Dann lass uns mal nach oben gehen. Gucken, ob da irgendwas ist. Creeper. Mehr Creeper? Dass man den vor allen Dingen erst so spät gesehen hat, finde ich ein bisschen schlecht. Okay. Riesige Map. Aber es heißt ja auch Minecraft Dungeons, also muss es ja auch große Dungeons geben. Wieder ein Bossfight. Für ein paar Emeralds. Immer schön auf dein Leben achten, Etienne. Das ging schneller, als ich dachte jetzt. Gewöhnlich. Schauen wir mal ins Inventar. Das sind 15. 15 haben wir schon. Warum macht das immer so ein komisches Geräusch? Okay. Interessant. Ich weiß auch gar nicht, wie voll das Inventar werden kann. Und ob man irgendwie Kisten später hat oder Pipapo, wie auch immer. Wir gehen anscheinend in die richtige Richtung. Ich dachte, hier ist unser Auftrag. Gefundene Geheimnisse. Good to know. Ich meine, 234 Pfeile, ne? Das ist ja auch echt egal jetzt. Ich muss sagen, mich selber hat es verwundert, es mich gerade, dass mir so ein Spiel Spaß macht, also so ein Klick-Dings-Spiel. Ich mag die Atmosphäre mag ich. Ich habe sowas Ähnliches ja noch nie wirklich gespielt, also so ein. Wie heißt es denn nicht? Schreibt mal bitte in die Kommentare. Uff. So. Jetzt mal kurz auf die Map gucken. Okay. Da haben wir einen Teil nicht, aber da kommen wir ja wieder zurück. Da müssen wir da jetzt nicht hinlaufen. Oh Mann. Das ist unglaublich. Noch viel zu viel, Leute. Schattenform. Für 7 Sekunden.
einfach, wie viele Pfeile in mir drin stecken. Ist unglaublich. So, wenn ich jetzt mal auf Map gucke. Geöffnete Truhen 8 von 17 und gefundene Geheimnisse 5 von 7. Schon viel zu entdecken, glaube ich. Wir haben noch lange nicht alles entdeckt. Okay. Da ist noch eine Truhe. Was ist das für ein Bogen gewesen? Ein OP-Bogen. 12. Schießt auf zwei Feinde gleichzeitig. 47 Schaden. 19 bis 47 Schaden. Finde ich gut. Dann haben wir jetzt einen neuen Bogen. Ich will immer mit WASD als nächstes. Warum habe ich überhaupt meine Hand da drauf? Habe ich mich gerade gefragt. Auf der Tastatur jetzt. Naja, schon klar. Für die Artefakte. Ich vergesse den Hund immer wieder. Ich habe den ja auch noch. Das haben wir ja erforscht. Dann müssen wir jetzt nochmal hier hin. Da ist eine Pressure Plate. Pressure Plate. Okay, können wir da raufschießen? Okay, nein, wir müssen hingehen. Wow, das ist ja mega viel besser. So mache ich ja alles platt mit diesem Doppelschuss. Das ist ja genial. Let's go. Als ob wir jetzt einfach schon wieder 387 Pfeile haben. Ein leerer Raum. Danke für diesen leeren Raum. Ich bedanke mich. Haben wir das und das. Perfekt. Warte, kurz mal gucken. Ah, okay, da kamen die Geräusche her. Okay, dann müssen wir jetzt in diesem Raum und dann können wir das alles noch exploren. Und dann denke ich mir, oh mein Gott, das ist ja der Hammer. Wo kommt der Apfel her? Okay, kurz rein. Okay. Das ist da und dann rechts. Links, sorry. Hier ist gar nichts. Sah zumindest nicht so aus. Vielleicht gibt es noch irgendwelche Geheimsachen, die ich jetzt nicht sehe oder zu blöd für bin. Wir müssen da raus und dann, okay. Orientierungssinn, Bombe. Okay, rechts, links. Yo, das ist einfach OP. Oh, ich vergesse immer, dass man das TNT automatisch wirft, wenn man... Das war jetzt ein bisschen TNT-Verschwendung hier. Ja, da kriegen wir direkt wieder ein neues TNT. Okay, hä? Ist das denn die Aufgabe? Aber was ist das? Okay, werden wir gleich sehen. Okay. Wie ich es so mache, weil ich denke, ich kann dann mehr sehen. Komm schon, komm schon. Perfekt. Das war richtige TNT-Verschwendung.
Puh, das war knapp. So, diese grünen Fackeln irritieren auch ein bisschen. Wie diese Unsichtbar-Tränke, die überhaupt nichts bringen, weil man nur unsichtbar ist, solange man jemanden nicht angegriffen hat. Sonst wird man dann direkt wieder sichtbar. Also es hilft nur, wenn du dich nicht gesehen werden willst, bis du die Leute angreifst. Was bringt dieser Heiltrank also? Wie viel eigentlich? Okay, es steht da nicht. Mal kurz in den Inventar gucken. Steht da auch nicht. Gut. Es wäre schon ganz cool gewesen, zu wissen, wie viel es repariert. Wahrscheinlich nur 100 Leben, ne? Sah zumindest bisher immer so aus. Okay. Dass wir noch volles Leben haben. So, die Emeralds gehören noch uns. Dann gucken wir noch mal kurz. Oh mein Gott. Das war unschlau. Scheint jetzt plus 95 gerade. Vielleicht finden wir es ja noch irgendwann raus. Auch dieses Zischen manchmal, obwohl da gar kein Creeper ist, ist halt schon nervig. Die Spinnen mal weglaufen. Also ist klar, weil sie halt weiter weggehen müssen, um Schaden zu machen, weil sie ja spucken von weiter weg. Okay. Nicht von einem Creeper weglaufen. Lieber angreifen. Das ist auch was ich jetzt gelernt habe. Weil wenn du von einem Creeper wegläufst, dann explodiert er. Wenn er dir hinterher rennt. Und ist schneller als du. Ja. Okay, hier ist nichts. Irgendwer in den Kommentaren jetzt. Immer wenn du sagst, da ist nichts, ist da was. Wohl kaum. Oh Mann. Wow, 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 wow. Ich habe auf E gedrückt. Was war das? Was war? Was? Warum spawne ich denn hier? Die dachten sich auch so, ja, wo spawnen wir am besten die Leute, die sterben? Wir lassen sie am besten da spawnen, wo sie gerade gestorben sind. Exakt an der Stelle, surrounded by 500 Mobs. Oh, hier sind wieder Bäume. Okay. Da ist eine Kiste irgendwo. Hier. Wird die immer noch angezeigt, wenn wir sie aufgesammelt haben? Nein, okay. Dann weiß ich jetzt, dass ich vorhin eine Kiste vergessen habe. Jo. Nice. Okay, hier ist nichts.
Lass uns mal zurückgehen. Lass uns die Spinne da noch mitnehmen. Okay. Und dann jetzt zurückgehen und die Aufgabe machen. Ach ja, da waren zwei Sachen, ne? Da war einmal dieses Schwert und dann nochmal die weitere Höhle, in die wir reingehen konnten. Ich gehe falsch. Ja, ich glaube... Ich glaube, wir haben die Mission. Muss mal kurz gucken. Ja, ich glaube, wir haben die Mission, da reinzugehen. Ja. Dann müssen wir bis dahin zurücklaufen und das machen vorher. Würde ich zumindest gerne machen. Ich setze hier einfach einen Cut. Okay, dann stehen wir jetzt hier davor. Also gleich. Das dauert noch ein bisschen. Okay, hier ist einfach nur eine Kiste und ganz viel Blut anscheinend. Und Kampfmusik. Was ist das mit den ganzen Loot holen und dann kämpfen? Erst looten, dann kämpfen. Oder ist das eine Nebenquest? Man weiß es nicht. Wir werden es jetzt rausfinden. Erstmal Loot holen. Nein, da ist ein Emerald runtergefallen. Leute von Mojang, wenn ihr das seht. Bugfix. Verlasse die Gruft. War das doch unsere Mission? Oh. Okay, hier ist noch eine Kiste. Finde ich gut. 712 Emeralds. Lass mal kurz auf die Map. Da ist jetzt eine Kiste. Die war da vorhin aber nicht, oder? Lass uns die mal aufsammeln. Das ist jetzt, wenn jetzt überall Kisten kommen, ist das doch mehr nervig, wenn du jetzt dann die ganze Zeit zurücklaufen musst, um eine Kiste einzusammeln. Weil die jetzt halt erst erscheinen, nachdem du die Leute gekillt hast. Okay, lass uns noch mal die Truhe holen, die ich vergessen hatte mitzunehmen. So, hier soll die Truhe irgendwo sein. Da ist sie. Ja, das habe ich nie im Leben übersehen. Als ob ich jetzt zwei TNT habe. So, okay, lass uns auf die Map gucken. Wir müssen auf jeden Fall jetzt wieder zurück. Das ist halt jetzt Sinn. Als ob ich das auch übersehen hätte. Kann doch nicht sein. So, ich habe euch jetzt mal das ganze Laufen hier erspart. Das hat schon 3 oder 4 Minuten gedauert, hier hinzulaufen. So, jetzt sind wir wieder draußen. Verlasse die Gruft. Okay, das haben wir geschafft. Wir haben gerade die Gruft verlassen. Ach, zu die Gruft. Okay, ich dachte gerade, verlasse die Höhle oder so. Good to know. Müssen wir mal kurz die Map erkunden. Gut, also es gibt da oben einen Weg. Für ein paar Emeralds tue ich alles. 16 von 19 und 5 von 7 gefundenen Geheimnissen. Okay, ich hoffe, wir finden alles. Und ich habe noch nichts übersehen. Okay, wir haben 2 TNT. Ich meine... Wenn ich die werfe, dann ist vorbei. Ich finde ich... Oh, man wirft beide gleichzeitig. Das wusste ich nicht. Okay, dann lass uns mal... Der zweite Schuss ist nicht wirklich gut, ne? Also er schießt zwar 2 Schüsse, aber der zweite Schuss ist nicht wirklich gut. So, mehr Emeralds. Die Frage ist auch, in welche Richtung müssen wir? Müssen wir wahrscheinlich dahin? Ah ne, das ist auch wieder so ein Secret, oder? Ich weiß es nicht.
Lass uns einfach alles erkunden. Okay, da ist eine Kiste. Schwert auf Kurm ist schlechter als den Rest, das was wir haben bisher. Gucken wir mal, ob hier noch ein paar Emeralds in der Ecke sind. Irgendwo? Nein, okay. Wir sind wieder in Interstellar angelangt hier. So, okay, dann können wir wieder zurückgehen. Ich habe aus Versehen jetzt hier das gemacht, aber es ist okay. Ist okay. Lass uns zurückgehen und den anderen Teil fertig kriegen. So. So einen Hund zu haben ist schon süß, finde ich. So, das wird gezogen. Okay, wir müssen nach unten als erstes. Oder ja, nach unten. Da waren wir schon, okay. Hier ist einfach nichts. Hier ist eine versteckte Kiste. Dadurch haben wir 17 von 19. Okay, das heißt, es fehlen uns nur noch 2. Finde ich gut. Und 7 Geheimnisse. Okay, da brauchen wir noch ein Geheimnis. Eine Truhe noch. Das ist die letzte Truhe gewesen. Und damit haben wir alle Truhen gefunden. Und jetzt fehlen uns nur noch das... Ah ne, wir brauchen noch eine Truhe. Brauchen wir noch. Das war ein Geheimnis. Das war keine Truhe. Okay, alles klar. Dann fehlt uns noch eine Truhe und dann haben wir alles komplett fertig in diesem Level. Also in dieser Mission. Und das finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Nur wie gesagt, ich würde es cool finden, wenn du deinen eigenen Skin, also wenn man seinen eigenen Skin benutzen würde, wäre es schon recht cool. So, Levelaufstieg. Ich dachte echt, der wäre schon noch am Leben, warte. Okay. Was ist das? Okay, das ist gar nichts. Aber uns fehlt noch eine Truhe. Uns fehlt eine Truhe. Nein. Okay, es scheint so, als hätte ich eine Truhe nicht gefunden. Schade, Schokolade. Schade, Marmelade. Wie auch immer. Sehr schade, Reise nach Lager. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt diesem Video doch einen Daumen nach oben. Wenn nein, dann gebt diesem Video einen Daumen nach unten. Vergesst nicht zu subscriben. Ich spiele dieses Spiel auf jeden Fall weiter und durch. Wir schauen uns jetzt diese Lootbox noch an. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Minecraft Dungeons und haut rein.